Hallo Freunde, willkommen im Kanal Hormonie. Sie haben hier den Schwerpunkt Hormone, Hormondrüsen, Störungen der Hormondrüsen. Wie kann ich meine Hormondrüsen wieder in Gang bringen? Wie kann ich ihre Funktionalität wiederherstellen? Wie kann ich vielleicht mit Hormonpräparaten ihre Funktion ersetzen, wenn das nicht mehr möglich ist? Oft ist es eine Kombination dieser beiden Herangehensweisen. Und ihr sollt hier möglichst alle Informationen bekommen, die ihr braucht, um das zu bewerkstelligen. Dafür habe ich ja einmal in der Woche am Donnerstag von 19 bis 20 Uhr eine Sprechstunde. Da könnt ihr im Live-Chat alle Fragen stellen. Ihr müsst euch nur auf YouTube anmelden, dann könnt ihr in den Live-Chat hinein. Ihr könnt Mitglieder im Harmonie-Club werden. Da seid ihr dann im Chat stärker hervorgehoben. Und habt drei Fragen pro Live-Chat gut, die ich dann mich sehr bemühe, alle zu beantworten. Und wenn es die Kapazitäten zulassen, dann gibt es für euch die Möglichkeit vor Ort in Plauen, im Zentrum Harmonie Plauen, einen Start-up zu besuchen, wo ich euch untersuche, einstufe, berate. Es gibt auch je nach Kapazität Möglichkeiten, eine Erstberatung online zu machen, in Form eines Videochats. Vorher werden die ganzen Befunde geschickt, die werden angeschaut, die werden gewertet, es wird ein Therapieplan erstellt. Das sind Möglichkeiten, die ich zur Verfügung habe. Natürlich habe ich jetzt glücklicherweise relativ viele Therapeutinnen in der Ausbildung gehabt, die auf meiner Webseite hormonie.org stehen als Ansprechpartnerinnen vor Ort und die eben vertiefte Kenntnisse zu Hormonthemen auch haben und dann verschiedene Leistungen anbieten. Das kann sich sehr unterscheiden vor Ort, aber es sind immer gute Sachen dabei, um eben hier noch vermehrt Hilfestellungen zu leisten. Und ich möchte jetzt hier in dem einleitenden Video einfach mal für einen Menschen, der sagt, ich habe möglicherweise was an meinen Hormondrüsen, ich möchte das checken lassen, gleich als erstes mal den Rat zu gehen, nicht unbedingt jetzt zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen und Labor abnehmen zu lassen oder einen Schilddrüsenultraschall zu machen. Das sind zwar sehr wertvolle Untersuchungsmöglichkeiten, die aber eben oft nur einen zu kleinen Ausschnitt der Realität bieten, sodass dann oft die daraus resultierenden Lösungsvorschläge, heißen meistens L-Thyroxin als Schilddrüsenhormonersatz, selten noch was anderes. Das führt also nicht weiter. Deshalb als erste Anregung, ihr geht auf hormonie.org, auf die Seite Informationstage oder Praxis. Und dort habt ihr den Vorbereitungsbogen zum Runterladen und sollt Temperatur messen und die Art eurer Beschwerden auf dem Bogen eintragen. Also die Beschwerden, die auf euch zutreffen. Und wenn ihr dann in der ersten Spalte sehr viel eingetragen habt, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass ihr ein Schilddrüsenfunktionsstörungsthema habt. Das können dann viele sein, ne? Meistens ist es eine Unterfunktion. Wenn ihr in der Mitte sehr viel eintragen müsst, ist das eine Störung der Nebennierenfunktion. Wenn ihr in der letzten Spalte viel einträgt, ist das bei Frauen vor allem, ist das also gewichtet, eine Problematik in der Funktionsweise der Eierstöcke und wie ihre Kapazität ist, Geschlechtshormone zu bilden. Und diese drei Drüsen zusammen, das sind die Effektordrüsen, die arbeiten zusammen. Wenn eine Funktion einer Drüse gestört ist, hat das eine Auswirkung auf die anderen Drüsen. Deshalb versuchen wir immer gleich, alle drei Drüsen im Auge zu behalten. Jetzt haben wir im Körper 8 Hormondrüsen, 3 davon sind Steuerdrüsen im Kopf. Und diese haben insgesamt die Aufgabe, das herzustellen, was man Homöostase nennt. Das kann auf verschiedenen in verschiedenen Bereichen des Körpers verschiedene Dinge bedeuten. Aber eine ganz grundlegende Eigenschaft der Homöostase ist, dass der Körper Betriebstemperatur hat. Das heißt, er hat immer ungefähr 36,8 Grad Temperatur. Die Frage ist, wo messe ich das?
Und wenn ich das im Mund messe, das ist in der Nähe der Schilddrüse, dann habe ich eine Möglichkeit, auch feinere Schwankungen ganz gut wahrzunehmen. Das ist eine überlegene Messung der unter der Achselhöhle, die auch als nächstes noch in Frage kommt und ist weit überlegen einer Temperaturmessung an der Stirn, im Ohr, rektal, vaginal. Das sind alles Orte des Körpers, die für Krankheiten, die in diesen Bereichen dann eher problematisch sind, also gerade entzündliche Krankheiten machen ja Temperaturerhöhungen, da kann man sehr gut Fieber messen damit, aber man kann nicht so gut die Betriebstemperatur des Körpers dort messen. Also messt im Mund. Und da habe ich ja das habe ich schon öfters mal vorgezeigt, ist eins der Infrarot-Messgeräte, aber alle Infrarot-Messgeräte sind eigentlich ganz okay. Und die schaltet man ein, ne? Zeigt es was, hält es in den Mund. Dann piepst er und dann zeigt er zum Beispiel hier 37 Grad. Das zeigt, dass ich jetzt in dieser konkreten Situation in den Normbereich falle. Der Normbereich wäre zu definieren als 36,8 plus minus einen halben Grad. Wenn ich jetzt über 37,3 gehen würde, wäre das ein bisschen Fieber, müsste man sich überlegen, woher kommt diese Hitze. Kann auch mal Auswirkung von außen sein, aber wenn es von innen kommt, wäre das eher ein Hinweis auf eine Infektion oder auf einen entzündlichen Prozess. Wenn es unter 36,3 abfällt, ne, da habe ich jetzt einen halben Grad abgezogen, dann habe ich ein Hormonthema, deswegen ist mir kalt. Und dieses Hormonthema ist im Wesentlichen, wenn ich das jetzt öfters wiederhole, die Messung, und ich komme nie auf Temperatur, ist im Wesentlichen ein Mangel an Jod, beziehungsweise ein Mangel an jodhaltigen Hormonen. Das sind die Schilddrüsenhormone, also bis auf das Calcitonin, sind etwa 27 Hormone in der Schilddrüse mit Jodatomen beladen und die machen sehr viel im Körper, was den Stoffwechsel betrifft. Die Regulation des Kreislaufs ist da dabei, die Energiebildung, die Freisetzung von Energie, die Funktionalität verschiedenster Körperstrukturen, also zum Beispiel wie viel Sauerstoff auch aufgenommen wird von der Lunge oder wie leistungsfähig ein Muskel ist. Also das alles hat im Hintergrund immer wieder das Thema, habe ich Betriebstemperatur? Wenn das so ist, dann funktionieren die Prozesse im Körper, wie sie sollen. Habe ich zu wenig Temperatur, dann ist das oft eine verminderte Funktion aller Organe des Körpers und das wirkt sich an verschiedenen Stellen mehr oder minder stark aus. Und wenn ihr die Frage habt, habe ich ein Hormonthema, dann ist es unheimlich sinnvoll, mit dieser Temperaturmessung zu beginnen. Im Zweifelsfall besorgt man sich, wenn man zum Beispiel ein digitales Messgerät hat, zwei oder vielleicht auch drei und misst parallel und schaut, wie genau zeigen die eigentlich an. Das ist bei den Infrarotgeräten ähnlich, aber die sind generell viel verlässlicher. Und wenn ihr dann seht, dass ihr Untertemperaturen habt, ist dann die nächste Frage, habe ich immer Untertemperatur? Dann ist es, wie schon gesagt, eher ein Mangel an Jod oder der Wirkweise von Jod im Körper. Habe ich zwischendurch Einbrüche, ein Aufsteigen und Abfallen der Temperatur, dann habe ich eine der häufigsten Funktionsstörungen im Hormonsystem, das ist die Nebennierenreizung, das ist eine Teilblockade der Nebenniere, manche nennen das Nebennierenschwäche Grad 1, der Cortisolfluss wird unregelmäßig. Und der Cortisolfluss ist normalerweise streng angebunden an den Tagesablauf, an den Tages-Nacht-Rhythmus und die Störung drückt sich aus darin, dass Cortisol nicht mehr regelmäßig ausgeschüttet wird, es zwischendurch Defizite gibt und die Defizite resultieren in einem Abfall der Körpertemperatur, wird dann aufgrund dieses Defizits wieder mehr Cortisol ausgeschieden, dann steigt die Temperatur wieder. Und diese Sägezahnmuster oder diese Achterbahnfahrt der Körpertemperatur ist ein starker Hinweis darauf, dass die Nebenniere nicht rund läuft, dass ihr Handlungsbedarf besteht. Wenn ihr dann die Temperatur in Verbindung bringt mit der Art eurer Beschwerden, die man ja den einzelnen Hormondrüsen zuordnen kann, dann habt ihr eine Ausgangsbasis für die Beurteilung von Laborwerten, von Befunden, zum Beispiel wie die Schilddrüse aussieht und anderen diagnostischen Informationen zum Hormonsystem.
und könnt dann eigentlich auch sehr gut überprüfen am Rückgang von Beschwerden und an der Normalisierung und dem Gleichmäßigwerden der Temperatur, ob therapeutische Anstrengungen Erfolge haben. Und das ist die Basis dieses Prozesses, den man dann Hormonbalance, das Erreichen der Hormonbalance oder der Harmonie bezeichnen kann. Das ist die Basis einer guten Arbeit am Hormonsystem, die nicht sich zufrieden gibt mit der Behandlung von Laborwerten. Das ist sozusagen unser Zeittrend. Wenn ich Hormonthemen behandle, wird immer wieder gefordert, dass Laborwerte mal die oder die Zielmarken erreichen. Und das kann sich dann von der Wirklichkeit so abkoppeln, dass ich irgendwann mal nur mehr die Laborwerte behandle und dort ein zufriedenstellendes Ergebnis erreiche, der Mensch selber aber völlig vergessen wird und unbehandelt bleibt und auch nicht vorankommt. Weil das Vorankommen im Hormonsystem, das Erreichen der Hormonbalance, ist die Grundvoraussetzung, dass sich Hormondrüsen auch regenerieren können, teilweise nachwachsen können, teilweise sich in ihrer Funktionalität wieder stabilisieren, wieder herstellen können. Und das soll ja unser Ziel einer Behandlung sein, ne? Die völlige Gesundung des Menschen, dass er keine Arzneien mehr einnehmen muss. Das geht aber nur, wenn ich die Temperatur und die Beschwerden in den Mittelpunkt der Bestrebungen stelle. Ich habe mit der Temperatur eine objektive Kontrollmöglichkeit. Ich habe mit dem Rückgang der Beschwerden ja nicht nur das, was die Betroffenen wollen. Sie wollen ja, dass die Beschwerden aufhören, sondern ich habe da auch einen Gradmesser. Wie weit komme ich in der Behandlung eines Hormonstörungs, einer Hormonstörung, eines Hormonproblems voran? Wie weit gelingt es mir, den Menschen Richtung Gesundheit zu bringen? Ja, das zur Einleitung. Ich wünsche euch viel Interesse, Vergnügen, Stimulationen, ein Dazulernen, was jetzt die ganzen Videos hier in dem Kanal betrifft. Ihr könnt nachhören, viele Livestreams, die im Laufe der letzten Jahre erfolgt sind. Ihr habt aber auch immer wieder Informationsvideos, wo man die einzelnen Themen vertiefen oder nochmal ausführlicher darstellen kann. Es gibt einzelne Gespräche auch mit Therapeutinnen, die in dem Thema tätig sind. Also ihr habt eine runde Möglichkeit, euch vom Wissensstand weiterzubringen. Und wenn man das kombiniert mit einer Beratung, mit einer der Therapeutinnen, die auf der Webseite stehen oder bei mir, dann wird das dann eine sehr runde Sache und sinnvoll und spart oft auch Ressourcen, die sonst verloren gehen mit sinnlosen Laborbestimmungen verschiedenster Art. Die Therapie von Laborwerten ist ja auch kostspielig, während die Therapie von Menschen und ihren Störungen oft nur ganz einfache, simple Methoden verwendet, die dann, wenn sie zum Ziel führen, auch Gesundung herbeiführen. Also viel Spaß, viel Interesse und Harmonie.